Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass wir diese gemeinsame Zeit haben. Ich betrachte das hier so ein bisschen als eine Fortsetzung der Vorlesung mit anderen Mitteln. Ich habe gerade ein Seminar zu sowas Schönem wie Praxisreflexion, was die Frage berührt, wie können wir unsere eigenen Erfahrungen so reflektieren und vertiefen, dass sie mehr wirksam werden können. Ich werde auch in die Philosophie gehen, aber überwiegend in die Soziologie. Und es gibt einen Soziologen, der eigentlich Cellist werden wollte, bis ihm die Hand durch eine Operation zerstört wurde. Das ist der amerikanische Soziologe Richard Sennett. Und er hat die Eigenart, Musik als Metapher zu nehmen, für was in Institutionen und Organisationen so los ist. Und ist es so besser? Okay, super. Also der amerikanische Soziologe Richard Sennett arbeitet mit Musik als Metapher, um uns etwas über unsere Gesellschaft klarzumachen. Und ich möchte das heute an einem Stück tun, Peer Gynt-Suite in der Halle des Bergkönigs. Das werden wir brauchen. Und da ich jetzt nicht, ich glaube, in der Vorbereitung auf so eine Vorlesung einer Ökonomin haben sie sich jetzt nicht so darauf vorbereitet. Deshalb würde ich uns gerade kurz mal, es sind nur 3 Minuten, da ist jetzt nicht eine ganze Sinfonie oder irgend sowas, würde ich uns gerade mal bitte 3 Minuten die Zeit nehmen, dass wir einmal reinhören, dass wir nachher wissen, um was es geht. Gut, die These von Richard Sennett ist ganz einfach. Wenn wir Demokratie so aufführen könnten, wie die Musiker dieses Stück, hätten wir deutlich weniger Probleme in dieser Gesellschaft. Das werde ich jetzt ein bisschen mehr ausführen und weil es irgendwie schon spät am Abend ist, 2 Teile. Demokratischer Zusammenhalt, Verantwortung der Wirtschaft. Ja, schön zweigeteilt, ich sage, wenn es zum 2. Teil kommt. Heribert Prantl in der Reaktion auf die Wahl in Bayern schreibt in der Süddeutschen Zeitung, ich zitiere, die alten Organisationsloyalitäten, die alten Prägungen durch Gewerkschaften und Kirche sind bekanntlich viel schwächer geworden. Die gemeinsamen Erfahrungen in der Arbeitswelt sind nicht mehr so dominant wie früher. Selbst die relativ Armen haben nicht mehr so viel gemeinsam wie früher. Den wegrationalisierten Facharbeiter, den arbeitslosen Akademiker und die alleinerziehende Mutter, die den Sprung ins Berufsleben nicht mehr schafft, verbindet nicht viel, nur Hartz IV. Die Klammern gemeinsamer Erfahrungen sind kleiner geworden in den vergangenen Jahrzehnten. Zitat Ende. Der Ökonom Friedrich August Hayek hat diese ganze Angelegenheit, wie es so seine Art ist, mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Sozial ist, was ich nicht denken kann. Die Unmöglichkeit, soziale Klammer zu denken, so analysiert es Prantl, gibt uns kaum mehr Möglichkeiten, demokratisch zu partizipieren und insbesondere die Institutionen, die demokratischen Zusammenhalt fördern sollen, nämlich die Parteien, Einheit, Stabilität und zugleich Vielfalt zu geben. Ich möchte diese Aussage hier gar nicht so sehr weiter analysieren. Ich nehme sie mal als gegeben hin, den Verlustraum gemeinsamer Erfahrungen als Klammer oder als notwendige Klammer für gelebte Demokratie. Meine These ist, dass die Demokratie aber genau diese Form des Zusammenhalts braucht. Der Verlust hat Konsequenzen. Den einen, an den Sie sofort denken mögen, und ich denke auch bis vor wenigen Jahren war das die dominante These, ist die These über die zunehmende Kälte der Gesellschaft. Es gibt aber auch eine Gegenbewegung, wir werden gleich sehen, dass Richard Sennett sie aufgreift und sich dagegen wehrt, sagen, in dieser zunehmenden Kälte, in dieser fehlenden Klammer sehnen sich mehr und mehr Leute, was man in der Soziologie mal die sogenannten warmen Gemeinschaften genannt hat. Wir suchen Rückzugsorte in der Gesellschaft, in der sich die Menschen kennen und persönlich schätzen. Wir suchen so etwas wie harmonisches Miteinander und dergleichen. Wir suchen Schutz in der intimen Sphäre von Familien, von Freunden, von persönlich bekannten Gemeinschaften. Ja, also gegen diese Kälte der Globalisierung, der Schrecken der Klimakatastrophe, auch wenn sie warm sein mag, wie in diesem Sommer, sehen wir uns nach dieser Form von Intimität.
Und gerade für viele, die diesen Rückzugsort in der Gesellschaft gesucht haben, ihr unterschiedliche Namen von Commons-Bewegung bis sonst wohin gegeben haben, machen wir nun eine sehr unangenehme Erfahrung, nämlich dass der zunehmende Nationalismus und Rechtspopulismus genau diese Art der Fluchtbewegung auszubeuten versteht. Ja, und das wäre hier, das, was ich in den Raum stellen möchte, dass wir gefährdet sind, wenn wir nur noch die Intimität suchen, dass wir unfähig werden, mit dem Fremden umzugehen und dass das gerade uns jetzt im drohenden Rechtspopulismus und Nationalismus zurückschlägt. Ja, dass wir also merken, dieser Rückzug nur, dass wir nur noch mit denen umgehen wollen, mit den Menschen, die wir kennen, dass das in diese Problematik führt. Nun machen wir hier Kulturgeschichte, deshalb will ich nur kurz darauf hinweisen, das ist jetzt nicht neu. Alexis de Tocqueville schreibt schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ich zitiere, jeder Mensch, zurückgezogen in sich selbst, verhält sich, als sei dem Schicksal aller anderen vollkommen fremd. Seine Kinder und die guten Freunde sind ihm das ganze Menschengeschlecht. Was sein Umgang mit den Mitbürgern angeht, so mischt er sich wohl unter sie, aber er sieht sie nicht. Er berührt sie, aber er spürt sie nicht. Er existiert nur in sich und für sich allein. Und wenn sich unter solchen Umständen der Sinn für Familie bei ihm bewahrt, so geht doch der Sinn für Gesellschaft verloren. Zitat Ende. Meine These lautet aus diesem hier, dass der Rückzug ins Private gewiss keinen erfolgreichen Widerstand gegen Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und so weiter zu bieten mag. Im Gegenteil. Richard Sennett, der Cellist, ich sprach schon von ihm, warnt schon in den 70er Jahren in seinem Buch Verfall und Ende des öffentlichen Lebens vor dem, was er Tyrannei der Intimität genannt hat. Und er hat sich gewiss in einer Gesellschaft, die immer noch mit dieser Kälte beschäftigt war, gewiss keine Freunde gemacht. Und er schreibt, dass die Intimitätskultur in dem Maße gefördert wäre, wie die öffentliche Sphäre aufgegeben würde und leer zurückbleibe. Was bleibt uns, wenn wir nicht in eine Kälte wollen, eines Friedrich August Hayek, jetzt hier sagt Soziales, was ich nicht denken kann, und wenn uns die Rückzugsorte in die Familie zwar individuell helfen mögen, aber gesellschaftlich wenig zu einem demokratischen Zusammenhalt beitragen können. Richard Sennetts These ist, dass wir für den demokratischen Zusammenhalt und nicht nur für, sondern als demokratischen Zusammenhalt soziale Praktiken lernen müssen, praktizieren müssen, durchleben müssen, in denen und durch die Menschen, die sich nicht persönlich kennen, dennoch etwas gemeinsam bewirken können. Es geht also um die Frage, Ausdruck zu finden, gemeinsam Ausdruck mit Menschen, die uns substanziell fremd sind. Ja, es geht also nicht darum, das Fremde an sich zu verneinen, was in Problematiken führen kann, die wir heute sehen, sondern die Frage, wie können wir im Fremden und mit dem Fremden wirken? Und diesem Geheimnis zwischen Intimität und Anonymität würde ich gerne ein wenig mit Ihnen nachspüren. Und es sei hier angemerkt, dass dies keine leichte Aufgabe in unserer heutigen Gesellschaft ist. Ich komme gerade aus zwei Modulen, die ich hintereinander weg unterrichtet habe, Master Ökonomie. Und es wird mir immer deutlicher, wie wir unter einem Verlust von Sprachlichkeit leiden, überhaupt auszudrücken, um was es uns in solchen sozialen Praktiken gehen könnte. Wir scheinen eher von etwas beherrscht zu sein, was Michel de Certeau als Philosoph stumme bzw. verstummte Praktiken genannt hat. Das soll uns hier nicht daran hindern, doch gemeinsam das auszudrücken, um was es gehen könnte. Und Sie ahnen es jetzt schon, das hat mit dem Musikstück zu tun, das wir gerade gehört haben. Es ist nicht die Aufnahme, die ich vorgespielt, da haben wir keine Rechte dran bekommen, des Events, auf was ich hier eingehen will. Sie werden vielleicht das Education Program der Berliner Philharmoniker kennen. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen kennt. Wo die Philharmoniker mit 6 Orchestern, die vorher nie zusammengespielt haben, Schulorchestern, Stücke einüben, hier in dem Fall von Peer Gynt,
und gemeinsam zur Aufführung bringen unter der Leitung von Sir Simon Rattle. Geprobt wird, Sie können diese Aufnahme im Internet finden, unter Berliner Schulorchester Sir Simon Rattle, wird geprobt eben Edvard Grieg, Peer Gynt-Suite in der Halle des Bergkönigs. Sie haben gerade gemerkt, was das für eine Musik ist. Ich lese mal den Text dazu, um den es eigentlich geht, der vertont worden ist. Ja, es geht darum, dass der Peer Gynt in dieser Halle des Bergkönigs bei den Trollen ist und diese Trolle rufen, töte ihn. Der Sohn des Christen hat die schönste Tochter unseres Königs versucht, töte ihn, töte ihn. Darf ich ihm die Haare ausreißen? Lass mich ihn auf den Arsch beißen, lass mich ihn zur Brühe kochen. Soll er auf einen Spieß anstoßen oder einem Kessel gebräunt sein? Das ist, wo dieses, ne, wo das zu diesem Abschluss kommt. Und dann der Bergkönig, oh, seid still. Ja, das ist also das, um was es hier geht. Wenn man den Sir Simon Rattle beobachtet, wie er diese jungen Menschen dazu bringt, dieses Stück zu spielen, fällt erstmal auf, und das ist jetzt erstmal wichtig, dass es um genuine Fremdheit geht. Der kennt keinen von denen persönlich, die Schülerinnen kennen sich überhaupt nicht. Sie kommen in etwas zusammen, was eine gemeinsame soziale Praktik ist. Und das, was die von ihren Musiklehrern offensichtlich gelernt haben, bevor Sir Simon Rattle ins Bild tritt oder in Erscheinung ist, wie Sir Simon Rattle schon sagt, sie haben die Partitur gelernt. Ja, also es geht hier einfach erstmal um Können, um eine Erfüllung einer bestimmten Funktion. Und wenn Sie ihn beobachten, dann geht es jetzt um viel mehr. Er sagt Ihnen zum Beispiel, oh, Sie spielen unglaublich nett. Er ist Engländer, very British. Ja, und er sagt jetzt, wie bringen wir zum Ausdruck als eine soziale Praxis, ob wir uns selber jetzt gerade bedroht fühlen, ob wir selber Angst gerade haben, aber wie bringen wir diese Angst gemeinsam zum Ausdruck, die inhärent in dieser sozialen Praxis ist? Wie können wir einen menschlichen Ausdruck einer auswegslosen Situation gemeinsam zur Aufführung bringen? Denn jetzt sieht man, was Richard Sennett für einen unglaublich starken Ausdruck von Institutionen hat. Er sagt, it's not ink blots. Ja, es sind nicht einfach Tintenkleckse auf der Partitur. Es ist auch Partitur. Es sind die Instrumente, es sind die verschiedenen Sprachen, die zusammenkommen, Kunst, Technik, Können. Und vor allen Dingen genuiner Ausdruck von Menschlichkeit in dieser Musik. Er geht zum Beispiel zu einer Cellistin hin und sagt, du musst das spielen, als würde man dir die Haare ausreißen. Also musst du das spielen können. Ja? Unabhängig davon, wie es mir gerade in diesem Moment geht. Und besonders eindrücklich finde ich, weil die Schülerinnen bauen dann dieses Bedrohungsgefühl auf. Und was machen sie? Sie spielen immer schneller. Dann sagt der Sir Simon Rattle, sie laufen jetzt ja wohl nicht für ihre eigene Musik weg. Ja, also sie schaffen ein Szenario der Bedrohung. Und er sagt, es geht um einen gemeinsamen, adäquaten und letztlich friedlichen Ausdruck. Sie mögen mich jetzt für verrückt halten, sagen, okay, haben wir verstanden, und was haben wir mit alter Musik zu tun? Und mit sechs Schulorchestern, die das einüben. Für Richard Sennett hat es sehr, sehr viel zu tun. Er hat etwas, was für uns, gerade für uns Ökonomen, aber Wissenschaftler im Allgemeinen sehr unangenehm ist, die Eigenschaft, was er radikale Induktion nennt. Er sagt, wenn wir es schaffen, eine Erfahrung so deutlich und klar zu beschreiben, dass dann ein Resonanzgeschehen mit anderen Erfahrungen in Kraft tritt. Also wir brauchen keine Verallgemeinerung, wir brauchen keine Statistiken, wir brauchen keine Formeln, sondern wir haben diese Möglichkeiten, an einer sozialen Institution, wie jetzt eben so einer Musikaufführung, zu sehen, um was es eigentlich geht. Und er fordert Folgendes. Er meint, wir sollten die musikalischen Texte als soziale Analogien nehmen zu unseren Gesetzen, Ritualen, die Medien, die Normen religiösen Glaubens, die politischen Doktrinen. Auch diese Texte, so schreibt er, werden von Menschen mehr aufgeführt, denn einfach nur abgelesen. Menschen führen das Gesetz vor Gericht so auf, dass die Richter dazu bewegt werden, schuldig oder frei zu sprechen. Und so führen auf den Straßen durch Blickkontakte und Körpersprache den Satz auf, ich werde dich nicht verletzen.
Wenn die Menschen diese sozialen Instrumente gut spielen, dann verbinden sie sich mit Fremden und sie lassen sich auf Institutionen ein. Das heißt, was hier als sozialer Zusammenhalt gefördert ist, zum Beispiel unser Verhalten in U-Bahnen oder auf Straßen, in den sogenannten sinnentleerten Nichtorten, wie Marc Auger genannt hat, zu bemerken, dass wir tagtäglich ein eigentlich absolut erstaunliches soziales Drama aufspielen, dass wir in jeden Gesten gelernt haben, das, was er hier nennt, wir werden uns nicht verletzen. Ja, und das mag irgendwie total unbewusst sein, das mag stumm geworden sein, aber eigentlich ist es genau das, was uns gefordert ist. Es ist nicht einfach nur ein Gesetz, es ist nicht einfach nur, weil wir irgendwie gerade intim mit unseren Freunden sind, sondern weil hier ein genuin menschliches Bedürfnis nach Sicherheit und Ähnlichem aufgeführt wird. Und er sagt, das Interessante an sozialen Institutionen ist das Element von Verbindlichkeit, was mit Freiheit gemischt ist. Die Freiheit, gemeinsam aufzuführen, gemeinsam eine Suite zum Ausdruck zu bringen, die Freiheit, sich auf Geschichte zu berufen und jedes Mal in jedem Moment was neu zu machen. Weil nur weil Musik auf dem Text geschrieben ist, ist sie noch keine Institution. Nur weil Gesetze im Textbuch stehen, ist es noch keine, im Gesetzesbuch stehen, ist es noch keine soziale Institution. Um was es hier eigentlich geht, ist die Frage, welche soziale Kreativität haben, dass wir gerade mit Menschen, die uns nicht kennen, so umgehen können, dass genuine Menschlichkeit entstehen kann. Und Sie werden jetzt ebenso wie ich viele Beispiele dafür werden Ihnen einfallen. Wenn Sie sich zum Beispiel auf die Kunst des Heilens beziehen, das, was man mal ein Arzt-Patienten-Verhältnis genannt hat oder eben in Teilen auch immer noch nennt, dann geht es nicht darum, dass diese Menschen sich kennen, sondern es geht um eine Handlung des Arztes aufgrund eines Berufsethos, die sich insbesondere insgesamt auf die Institution des Heilens bezieht, sind Vertrauensinstitutionen, die vom Patienten eingeübt oder den Patientinnen eingeübt werden. Sie haben es vorhin genannt, das Beispiel in der Einleitung der Bildung, mit dem wir uns beschäftigen. Es geht nicht darum, es darf nicht darum gehen, ob ich einen Schüler mag, eine Schülerin mir gefällt, sondern es geht darum, gemeinsam Bildung so aufzuführen, dass ein Lernen möglich ist. Ja, wir arbeiten, ich habe mal im Bereich der Ersten Hilfe gearbeitet. Sie werden vielleicht den Stolz von denen kennen, die wir nie wirklich sehen. Das sind unsere Müllmänner. Ja, sie sehen uns nicht, sie kennen uns nicht. Und ein unglaublicher Stolz, zumindest in Hamburg, wo ich herkomme, dass man die Straßen so macht, dass wir uns alle auf ihnen bewegen können. Wenn diese Fähigkeit, soziale Institutionen auszudrücken, stirbt, so meine These, haben wir ein Problem. Wenn Institutionen nur noch auf Gesetzestexte oder wenn wir gar nicht mehr aus Furcht vor dem Fremden in einen solchen institutionalisierten Raum treten, so meine ich, haben wir ein Problem. Und es hat sehr viel mit dem, was ich von Heribert Prantl beschrieben habe am Anfang, zu tun. Ja, kommt hin, jetzt haben wir die erste Hälfte um. Verantwortung, demokratischer Zusammenhalt. Und Sie haben gesehen, dass ich das in einem sehr grundsätzlichen Sinne, ich bin nicht auf ein Parteiensystem oder ähnliches eingegangen, sondern wirklich die Frage, was hat es mit uns zu tun und mit diesem Schwerpunkt, sind wir fähig, mit dem Fremden umzugehen, das Fremde einzubinden in dieses soziale Drama der demokratischen Aufführung. Komme ich also zu meinem zweiten Teil, die Verantwortung der Wirtschaft. Und ich möchte Ihnen zwei teilen. Ich sage, das eine ist, wo ich den Anteil meiner eigenen Wissenschaft und der Praxis, die Studenten und Studentinnen werden das jetzt von mir kennen, sehr kritisch sehe. Weil ich meine, dass wir gerade in der Ökonomie Prozesse am Laufen haben, die diese soziale Ausdrucksfähigkeit empfindlich mindern, wenn nicht gar zerstören. Und gleichzeitig sage, dass in der Wirtschaft selber genuine Chancen liegen, jetzt diese sozialen Praktiken im genuinen Umgang mit Fremden wiederzubeleben. Zunächst zur schlechten Nachricht.
Diese Idee, dass wir nichts denken können, was sozial ist, ich zitierte Friedrich August Hayek, hat ursächlich mit bestimmten ökonomischen Praktiken zu tun, so meine Meinung. Ich möchte das wieder an der Musik deutlich machen. Wir hatten das Modul letzte Woche, Ökonomie und Ökonomisierung, das ist das Einführungsmodul in meinem Master, das erste Fachmodul, erstes Semester. Und die Studierenden sind gebeten, Beispiele von Ökonomisierungspraktiken mitzubringen. Und einer, der sich nicht nur in der Freizeit mit Musik beschäftigt, brachte das Beispiel Ökonomisierung von Musik mit. Zwei Sachen, die da erstaunlich sind und eigentlich genau das, was Richard Sennett beschreibt in dieser Aufführung von Musik, meines Erachtens unwiederbringlich zerstört. Das erste ist das Zwingen unter einen Takt. Die Rhythmusierung der Musik, die nicht mehr aus einer Eigenzeitlichkeit hervorgeht, sondern an ein Metronom gekoppelt ist. Hier werden im Moment, und er hat das bis in einzelne Praktiken beschrieben, wird Erfahrung von Musik metronomisiert, an Maß und Zahl quantifiziert. Und das wusste ich nicht, weiß nicht, ob Sie werden es wissen, wenn Sie mit Musik zu tun haben, mir war das neu, dass tatsächlich die Dramaturgie des Auftrittes eingespielt wird heute über Kopfhörer und Displays, also direkt auf die Band. Die müssen nicht mehr aufeinander hören, die müssen auch gar nicht wissen, was sie irgendwie wirklich spielen, ja, sondern es wird an einem Maß gemessen und ihnen dann eben über Kopfhörer eingespielt. Sie sind zu schnell, die Stimme ist nicht ganz richtig, ja, und über Displays eben immer vorbereitet, was als nächstes kommt. Das heißt, dieses Kunstwerk aufeinander zu hören, um zu verstehen, was man gemeinsam ausdrücken will, verschwindet aus der Musik zugunsten eines uniformierten Klangerlebnisses, wo eigentlich jeder nur noch danach strebt, dieses Klangerlebnis, was algorithmisch vorgegeben ist, bestmöglich zum Ausdruck zu bringen. Das Ergebnis, hier jetzt erstmal in der Musik, ist Gleichförmigkeit. Das ist eine Individualität, die nach Erfüllung der Normen strebt. Und für uns jetzt entscheidend, es gibt eine absolute Fremdheit, nämlich die Fremdheit des Metronoms, aber es gibt keine soziale Fremdheit mehr. Es gibt keine Überraschung mehr, der Zuhörer kriegt das, was er will, die Hörgewohnheiten bauen sich auf. Also haben kein Element der Fremdheit mehr. Wir haben keine Gefahr mehr, dass jemand sich irgendwie verspielt. Und wenn Sie heute Tonaufnahmen hören, dann wird noch mehr an dieses Maß orientiert. Man macht 5, 6, 7 Tonaufnahmen ihrer Lieblingsbands, man mischt die zusammen, um das optimale Klangerlebnis zu bringen, sodass sich auch Musiker wie Ann-Sophie Mutter heute beschweren, man könne so wörtlich kein Wagnis mehr eingehen in einer Aufführung und zunehmend auch die Leute den öffentlichen Aufführungen fernbleiben, weil sie sagen, was ist das denn für ein Erlebnis, das ist ja nicht perfekt. Wir haben also keine Zumutung mehr, keine Überraschung des Sozialen und kein Fremdes mehr. Die Institutionen werden als Korsett empfunden, als was Starres, das kann man sich jetzt auch vorstellen. Sie werden zwar noch aufgeführt, aber sozusagen in sich, um den alten Begriff zu nehmen, den ich schon genannt hatte, sie werden kalt. Was soll das Ganze? Diese Idee, okay, wir müssen mit diesem Fremden, mit diesem Überraschenden nicht mehr umgehen, auch wenn mir das nicht klar ist, warum man das bei der Musik eigentlich ausschließen will. Also das ist für mich so ein Bereich, wo ich es nicht nachvollziehen kann. Aber es ist natürlich klar, dass man dadurch den ganzen Raum, einen sozialen Raum instrumentalisieren kann auf einen Zweck, der außerhalb von ihm ist. Ja, gemacht, so hat auch der Student das berichtet, wird es eben um bestimmte Quoten, Konzertbesuchsquoten, Einschaltquoten und so weiter zu erreichen. Ja, das heißt, diese Ökonomisierung, alles unter ein Maß zu zwingen, um es verwerten und hier in Krankenhäusern, in Musik, wo auch immer Sie es sehen werden, einer Geldlogik letztlich zu unterwerfen. Und genau das macht mir Sorgen. Wenn Sie heute überhaupt Startups sich aus der jungen Szene angucken, so wie ich gerade letzt in Köln, woher kommt die Innovation? Die Innovation ist, sich direkt auf soziale Beziehungen zu setzen und die zu algorithmisieren und zu anonymisieren. Das schönste Beispiel finde ich immer Lieferando. Ich muss heute überhaupt nicht mehr durch die Stadt gehen, ich muss keinen mehr ansprechen, ich muss nichts mehr aussuchen, sondern ich kann mir das Essen völlig frei vom sozialen Kontext, von der Frage, wo liegen die, wer kocht das eigentlich, soll aussuchen und mir bringen lassen. Ja, und viele meiner Studierenden berichten, dass sie sich heute
schlecht mir vorstellen können, in eine Stadt zu kommen, wie wir es irgendwie noch als Kinder mit unseren Eltern machen mussten, nicht zu wissen, wo wir schlafen, nicht zu wissen, wo die Hotels liegen, so einfach so lange um die Ecken zu gehen, bis eines gefunden war, was man auch noch bezahlen konnte. Wir haben also dieses Okkupieren sozialer Praktiken, um sie zu verwenden. Und das ist dieses hier, kurze Werbeeinblendung, was wir eben ausführlich in diesem Buch, was schon genannt worden ist, jetzt eben analysiert und eingeführt haben. Walter Lippmann, die öffentliche Meinung, gesagt, wir sind heute prinzipiell, das ist seine Hauptthese, davon geprägt, dass Menschen und Umwelt nicht mehr direkt persönlich miteinander in Kontakt kommen, sondern wir immer über das, was der Pseudo-Umwelt nennt, kommuniziert. Ja, also wir haben nicht mehr diese direkte Erfahrung, dieses direkte Wagnis einer musikalischen Aufführung im Sinne von Sir Simon Rattle, sondern wir beziehen uns immer auf eine uns meistens unbewusste Pseudo-Umwelt. Also nicht mehr fähig, diese reale Umgebung wahrzunehmen, zu gestalten und Ähnliches. Und meine Wissenschaft und die Wirtschaft hat ziemlich wenig anderes zu tun in bestimmten Bereichen, als diese Pseudo-Umwelten so zu gestalten, meistens auch noch ohne, dass wir es merken, dass daraus ein soziales Zusammenleben wird, was für bestimmte Ziele, Markentechnik, politische Propaganda und so weiter geeignet ist. Das heißt, wir legen den Sinn in der ökonomisierten Welt außerhalb der sozialen Beziehungen und sie werden dadurch ausbeutbar von Dritten, insbesondere unter dem, was ich Diktat der Geldvermehrung nenne. Das Problem ist eine Passivität. Sie merken jetzt diesen Unterschied zu diesen Aufführungspraktiken, wie ich das Ihnen an diesem Musikbeispiel deutlich machen wollte. Und wir und unsere Forschung von Walter Oetsch und mir weisen auch empirisch darauf hin, dass es genau diese Entfremdung ist, die jetzt eben auch Gegenbewegungen von rechts zulassen, dass irgendwo dieses berechtigte Gefühl von Leere, von Zurückgelassenheit ist, dass das aber nicht wieder in diese Dramaturgie sozialen Zusammenhalts gefühlt wird, sondern es ist noch ein Gefühl, und dieses Gefühl wird mit einer Pseudo-Umwelt, einer rechtspopulistisch-nationalistischen, jetzt gefüllt. Wir haben also nur noch eine furchtbare Form nicht gelebter, nicht praktizierender, nicht riskierender sozialer Gemeinschaft, sondern nur noch eine furchtbare Form scheinbarer Gemeinschaft, die das Einzige hat, was man auch in jeder sozialen Mikropraktik jetzt kennt, die absolute Intoleranz gegenüber dem Fremden. Ja, also es ist nichts mehr in sich und das Fremde kann auch nicht mehr in uns aufgenommen und zur Aufführung gebracht werden, sondern es ist eine Scheinwelt des Eigenen, des Inneren, des Intimen, in dem Fall des Deutschen oder wie auch immer Sie das nehmen wollen, was davon lebt, dass es ein nicht verfügbares, nicht gestaltendes Äußeres und Fremdes gibt. Von daher sind wir in unserer Hochschule auch im Fach Ökonomie sehr viel beschäftigt, zu erklären, wie Wirtschaft mit gesellschaftlichen Zusammenhängen und Entwicklungen zu tun hat und wie es zum Beispiel sein kann, dass Kollegen empirisch darauf hinweisen, dass wenn so große Krisen wie 2008, 2009 passieren und es dafür keine Narrative und keine Erklärung gerade seitens der Ökonomen gibt, dass wir in solchen Fällen, siehe die große Weltwirtschaftskrise 1929, endlich immer dieses Erstarken des Rechtspopulismus und Nationalismus sehen. Und genau an diesem Punkt, wo man sonst auch oft auftritt, möchte ich Sie nicht entlasten. Wir sagen, haben wir nicht einen anderen Teil der Wirtschaft, haben wir nicht andere wirtschaftliche Praktiken, die wir jetzt in Anschlag bringen können, um eigentlich zu sagen, okay, wenn auch nicht mehr viel anderes gerade in der Demokratie gerade versteht, wie man mit dem Fremden produktiv umgehen kann, dass das Fremde zu uns, zu unserer eigenen sozialen Ausdruck gehört, kann nicht die Wirtschaft eintreten. In einer bestimmten Form dessen, was ich hier Neoliberalismus mit dem Schlagwort, wie gefährlich es auch ist, bezeichnen will, bestimmt nicht, weil da eben die Idee ist, soziale Kreativität durch eine einfache Stimme der Preise zu ersetzen. Aber eigentlich, wenn man guckt, hat die Wirtschaft Voraussetzungen, die sie zu einem idealen Ausgangspunkt machen. Und ich werde Ihnen auch gleich Beispiele nennen, wie dies gelingen kann.
Stichwort Arbeitsteilung. Kann man sagen, oh, das ist also ne, das berühmte Drahtzieh-Beispiel von Adam Smith. Arbeitsteilung macht Arbeit stumpf. Das auch. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel an den Geigenbau oder an technische Innovationen denken, dann haben wir in der Arbeitsteilung Gemeinschaften, die eines sehr, sehr sicher wissen oder zumindest wissen sollten, nämlich dass der Sinn dessen, was sie tun, außerhalb ihrer eigenen Gemeinschaft liegt. Dadurch, dass die einen Geigen produzieren und die anderen Cellis, sie können die selber nicht essen, sie können von denen nicht leben, ja, sondern es ist uns eigentlich völlig klar, dass wir in den Gemeinschaften, in denen wir wirken, die wir vielleicht auch kennen, dass wir für andere tätig werden müssen. Ja, und gleichzeitig wegen der Arbeitsteilung sind wir davon abhängig, dass andere für uns tätig werden. Wir haben etwas, was in unserer Wissenschaft zugegeben nicht mehr zum Ausdruck kommt, ja, aber wir haben diese Möglichkeit, für andere tätig zu werden. Und das Zweite, was auch Richard Sennett stark macht in Teilen der Wirtschaft, ist die Idee, die er als Handwerk beschreibt. Wir sagen, auch in der Wirtschaft können wir ein Berufsethos haben, etwas um seiner selbst willen gut zu tun. Ja, das heißt, dass wir viele auch heute Unternehmen, etwa im Mittelstand haben, in Familienbetrieben, die sagen, ich möchte etwas, Bierbrauen, Weinkeltern, was auch immer, um seiner selbst willen gut zu tun. Und dieses Gutsein kann nicht in mir selbst liegen. Das Interessante ist, wenn Sie sich die Datenlage angucken, dass gerade dieser Mittelstand, der von diesen beiden Charakteristika gezeichnet ist, sehr gut ist in der Absorption von Flüchtlingen in die Arbeitswelt und die auch sehr genau verstehen, dass das eine der wichtigen Integrationsmaßnahmen sind, Menschen in diese wechselseitige Abhängigkeit der Produktion hineinzubeziehen, also in diese Unternehmen, während sich die Konzerne, ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, Diskussionen unglaublich schwer tun und sich auf Recht und Gesetze verlassen, sind viele Unternehmen, die ins Risiko gegangen sind, die diese Flüchtlinge aufgenommen haben in ihre Institutionen, wohl wissend, dass dort ein ähnliches soziales Drama aufgeführt wird, wie das Richard Sennett für andere Institutionen beschrieben hat. Das wäre mir also ein Anliegen, dafür Stimme zu gewinnen, es mehr in die Medien zu bringen, mehr in die Erfahrung zu bringen. Sie sagen, wir haben Teile der Wirtschaft, die genuin mit Fremdsein umgehen können und auch umgehen müssen. Außerhalb, also weil wir wissen um diese wechselseitigen Abhängigkeiten, wir als intime Gemeinschaft können nicht das produzieren, was wir brauchen und die auch in der internen Organisation das möglich ist. Ja, und so eine Sache, die mich interessiert, in der Forschung ist, welche Art von sozialen Praktiken werden in welchen Unternehmen durchgeführt, die dann auch fähig sind, eben mit Fremden sozusagen umzugehen. Damit möchte ich das belassen als Fazit, sagen, demokratischer Zusammenhalt, damit das für uns möglich ist, brauchen wir das Fremde. Institutionen brauchen das Fremde. Demokratie ist dafür da, ohne eine Rhetorik zu beschwören von es ist alles gut, ich habe nicht nicht unabsichtlich den Erlkönig den in der Halle des Bergkönigs gebracht, weil man ja sieht, es geht hier auch tatsächlich um das mit dem Ringen von Bedrohungsszenarien und ähnliches. Ja, also es ist jetzt nicht so, ja, wir nehmen jetzt alle Fremden auf und haben es alle lieb. Also das war jetzt nicht das Fazit, was ich rüberbringen soll, zu sagen, wie können wir in den Gerichten, in der Polizei, in den Unternehmen und so weiter, wie können wir wirklich das Fremde zum Ausdruck bringen, auch unsere Fremdsein. Ja, mit dem Spruch, den jetzt die Kieler Kollegen prägen, Toleranz ist die Erfahrung von Ablehnung plus Respekt. Ja, wir müssen damit umgehen, dass wir Fremdheitserfahrungen haben und genau in diesen können wir etwas machen. Und dazu entgegenzusetzen, was Richard Sennett sagt, dass die Besessenheit von Intimität das Kennzeichen unzivilisierter Gesellschaften sei. Was wir hier tun an der Hochschule ist für solche Fragen Ausdruck und Sprache zu finden und gleichzeitig darauf vorzubereiten in der Bildung,
dass so etwas wie Sir Simon Rattle mit den jungen Leuten probiert, ein Wagnis ist. Und deswegen möchte ich schließen mit einem Satz, den er eine andere Probe an einer Musikhochschule beginnt. Sie sitzen da alle ganz erstarrt und der große Sir Simon Rattle tritt auf und in seinem typischen Deutsch, was von vornherein nicht voll, frei von Fehlern ist, sagt er, dieses kein Fehler machen, kein Fehler machen, kein Fehler machen, das ist der größte Fehler. Vielen Dank.